Weltweit kommt es immer häufiger zu gefährlichen Begegnungen zwischen Haien und Krokodilen oder Alligatoren. In Florida zeigte eine Untersuchung, dass sich ihre Lebensräume weiträumig überschneiden. Und manchmal landet auch ein Hai auf dem Speiseplan des Alligators. In Südafrika attackieren Nilkrokodile mehrfach Bullenhaie und ein abgetrennter Krokodilschädel wird am Strand angespült. Vor der Küste von Australien verfolgt eine ganze Bande hungriger Haie ein riesiges Krokodil und stiehlt ihm die Beute. Bemerkenswerterweise gibt es nun auch Belege dafür, dass nicht jede Begegnung in einer Konkurrenzsituation endet. Kimberley Coast, Westaustralien. Jeremy Tucker betreut eine Whale-Spotting-Tour. Sie findet den Kadaver eines 15 Meter langen Buckelwals, der rund 6 Kilometer vor der Küste im Meer treibt. Wir sahen, dass er verkehrt herum im Wasser lag. Als wir näher ranfuhren, entdeckten wir einige Haie, die davon fraßen. Es waren Tigerhaie und ein paar von ihnen waren ziemlich groß. Überall in der Welt lockt ein toter Wal unzählige Haie an und nicht selten bricht eine Fressorgie aus. Blubber ist eine der energiereichsten Nahrungen, die das Meer zu bieten hat. Jedes halbe Kilo liefert rund 3300 Kalorien. Ein einzelner Wal lockt bis zu 200 Haie an. Aber dieses Mal haben die Haie Gäste. Ich startete die Drohne. Der Wal war schon ziemlich angefressen. Als wir näher kamen, entdeckten wir das Krokodil, das auch am Fressen war. Das war ziemlich ungewöhnlich. Es war etwa 3 Meter lang und ließ sich von den ganzen Haien ringsum überhaupt nicht beeindrucken. Es versuchte, auf eine Brustflosse zu klettern und fraß einfach weiter. Einer der größeren Tigerhaie verschwand unter dem Wal. Jedenfalls schienen sie sich nicht aneinander zu stören. Wahrscheinlich, weil alle reichlich zu fressen hatten. Also waren alle happy. Die Aufnahme zeigt 45 Minuten lang, wie die beiden Raubtiere an dem riesigen Walkadaver fressen. Die waren ganz schön vollgefressen. Ein Tigerhai kam vorbei, nahm einen kleinen Happen und verschwand wieder. Da waren keinerlei Aggressionen, kein Fressrausch, gar nichts. Ganz friedlich fraßen sie einfach nur eine Weile gemeinsam an dem Wal. Jeremy wollte gerade die Drohne zurückholen, als er einen Hai und ein Krokodil Seite an Seite fressen sah. Als ich das sah, war mir klar, dass das ein außergewöhnliches Ereignis war. Sowas sieht man ja sonst nie.